Von außen fast ein ganz normaler LKW, von innen ein fast normales Theater. Das Ensemble ließ die Ladefläche des Lastkrafttheaters in Wiener Neudorf herunter, wo das Stück Ein seltsames Paar gezeigt wurde. Jetzt hat es $12, Barry ist dran. Barry! Oh ja, ich bin dabei, ich bin dabei. Hat jemand für mich angerufen? Nein, 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 glaub nicht. War bloß so eine Frage. Ja, gute Frage. Ja, ich gehe mit und erhöhe um $3. Ja, hätte ja sein können, dass jemand für mich angerufen hat. Aber wenn niemand für mich angerufen hat, dann hat eben niemand für mich angerufen. Was muss ich doch mal reingeben, um dabei zu sein? $15! $15! Das Lastkrafttheater tourt wieder durch Niederösterreich. Seit seiner Gründung vor 10 Jahren hat das Team rund um die Initiatoren Max Meyerhofer und David Ziffer über 230 Vorstellungen vor rund 35.000 Besuchern gespielt. Dieses Mal stand der Komödienklassiker Ein seltsames Paar von Neil Simon auf dem Programm. Ein perfektes Stück für euch zwei. Kann man so sagen, ja. Also für alle, die gerne Komödie spielen und Komödie sehen und erleben, für dieses überhaupt das perfekte Stück. Mit dem Stück kann auch nichts schiefgehen. Wie oft habt ihr sie schon gesehen? Na, wir haben es jetzt, also ich habe es glaube ich zweimal schon gesehen. Es ist einfach unverwüstlich. Es ist ein super Stück, sind tolle Wortpointen drin. Und wie der Max schon gesagt hat, es ist einfach für jeden, der Theater spielt, sollte es mal gespielt haben. Es ist wirklich toll. Wir brauchen einen Drink. Na, ich vertrage keinen Alkohol. Davon wird mir schlecht. Ich habe gestern versucht, mich zu betrinken. Wo warst du denn letzte Nacht? Ich bin einfach so rumgelaufen. Die ganze Nacht? Im Regen? Nein, im Hotel, im Zimmer. Ich bin im Zimmer rumgelaufen. Es war irgendwo in der Nähe vom Times Square. Und auf einmal stand ich am Fenster und habe rausgeschaut. Und plötzlich habe ich dran gedacht, rauszuspringen. Ja, und warum hast du es dir anders überlegt? Habe ich nicht, ich denke immer noch dran. Ein Fixpunkt im Kalender des Lastkrafttheaters ist ein Besuch im Wiener Neudorf. Jedes Jahr parkt der LKW im Freizeitzentrum und lockt zahlreiche Besucher an. Dass man diesen Weg gefunden hat, über einen Lastkraftwagen ein Theater aufzubauen bzw. in die Orte hinauszufahren, finde ich eine tolle Idee. Und gelesen, sie bringen ca. die 6.000 Kilometer in Niederösterreich und Burgenland zusammen. Wie ist der Platz da? Hat er was Besonderes? Ja, der ist super, weil es einfach sehr ruhig ist und schön mit den Bäumen und ein bisschen windig und ja, ist, wirklich ist nicht schattig, so heiß. Das schattig, ist auch wichtig, ja, weil, ist wichtig, weil das beste Wetter beim Lastkrafttheater ist ja leicht bedeckt. Weil wenn zu viel Sonne ist, ist auch manchmal nicht ganz ideal. Und das Problem hat man hier nicht, weil diese wundervollen Bäume einen idealen Naturschatten bieten. Gespielt wird seit jeher auf einem LKW von Karl Gruber. Der Transportunternehmer ist seit seiner Kindheit Theaterfan und unterstützt das besondere Theatererlebnis. Diesen LKW haben wir jetzt extra abgestellt. Man muss ja auch bemerken, sie tun ja vorher 2 Monate lang auf dem LKW Proben, also das ist ja da komplett blockiert. Und dieser LKW ist ein Euro 5 und hat, wenn Sie ihn anschauen, 1 Million Kilometer fast oben und ist den letzten entsprechenden Standard gegeben. 12 Jahre waren wir verheiratet. Du sag mal, hast du gewusst, dass wir 12 Jahre verheiratet waren, Willi? Jetzt schon, Felix, ja. Und dann ist es aus. Das ist doch der helle Wahnsinn, oder? Vielleicht war es bloß ein Streit. Ihr habt euch doch schon öfter gestritten, Felix. Nein, nein. Sie nimmt sich morgen einen Anwalt. Meinen Cousin. Und wen soll ich mir jetzt als Anwalt nehmen? Wie taugt es Ihnen, im Lastkrafttheater zu spielen? Ja, es ist sehr cool. Also ich bin jetzt das 2. Jahr dabei und ich freue mich immer, wenn mich David und Max anrufen und fragen, ob ich wieder mitspielen will. Es ist einfach eine ganz eigene Art von Spielen. Es ist eben dieses gemeinsame Aufbauen und Herrichten und dann noch feiern, essen. Und jede Vorstellung ist immer ein bisschen anders. Spielen wir draußen, spielen wir drin, wie sind die Begebenheiten. Also das macht es halt auch immer so spannend. Und es ist super schön, immer an einer neuen Location zu sein. Das heißt, jeder Tag ist eine neue Überraschung und wir sind jedes Mal woanders und neue Leute und anderes Ambiente und wir kommen an viele schöne Orte und das ist super. Genau, und man muss sehr flexibel sein, das heißt, wir haben ja auch unsere Garderobe mit und unsere ganzen Schminkutensilien und alles Mögliche. Müssen wir dann immer schauen, wo wir uns da breit machen können, vom Platz her, aber bis jetzt ist es super gegangen. Ja.